und damit herzlich willkommen bei The Evil Within 2. Es wird Zeit, sich wieder ins Ungemach zu stürzen. Und auch hier spiele ich auf der PS4, weil mein Rechner ja gerade ein paar Macken macht. Deswegen habe ich mich entschlossen, auf der PS4 zu spielen, auch wenn ich mit dem Gamepad... Oh Gott, Lilly! Ach so, da ist jemand drin. Ich dachte, das wäre einfach eine schnieke Immobilie, die brennt. Weil sie eh schon tot. Was ist das für ein Bild von Füßen da rechts? Was ist das denn für ein Bild von Füßen? Warum hat jemand ein Bild von Füßen bei sich stehen? Eine Banane auf einem Silbertablett. Holy shit. Jetzt sind wir auf der anderen Seite vom Geländer. Ich komme, Schatz. Hier, Lilly, alles klar. Ich komme, Schatz. Jetzt aber wirklich. Lilly? Nicht, ob ich mich freuen oder fürchten soll. Ich habe keine Ahnung. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich kann mit der Taschenlampe ein bisschen rumleuchten. Ist ein bisschen ungewöhnlich für mich, mit Gamepad zu spielen. Ich bitte vor allen Dingen, wenn Gegner kommen, wird es diesmal noch viel schlimmer als im ersten Teil, weil ich diesmal mit Gamepad spiele. Es wird ganz fürchterlich. Ich warne schon mal vor. Es wird ganz fürchterlich. Aber wo sind wir? Ich hätte gedacht, durch den Spiegel kommen wir wieder bei Tatjana raus. Was zur Hölle? Oh nein, ich weiß, wo wir sind. Gehört doch zum Suchteam. Ah, ich weiß, wo wir sind. Ich weiß, wo wir sind. La 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 la, scheiß, wo wir sind. Public Phone? Hallo? Scheiße. Wer war das? Klick war Telefonstreich, ist doch klar. Mach dir keine Sorgen, Sebastian, das ist ein ganz normales Haus. Hier ist nichts spooky, hier ist überhaupt nichts Verdächtiges. Hier ist alles ganz normal. Hier drin? Oh. Hilfe! Helfen Sie mir! Hey! Verdammt! Was geht hier vor sich? Was zum Teufel? Das war eine Demo, aber nicht. Was war das? Scheiße. In Deckung gehen, Deckung verlassen. Der Knopf, okay. Bevor wir nach oben gehen. Was? Was zum Teufel? Wer denkt sich denn sowas aus? Heilige Scheiße, es ist viel zu ruhig. Hier ein wunderschön... Oh, was für ein wohlgeformter Popo mit Stacheldraht. So mag ich sie am liebsten. Alles in allem großartige Kunst. So, hier nochmal ganz kurz der Pro. Da ist er nochmal für euch. Wunderschön. Was zur Hölle? Wer war das denn? Wer war das? Nein, nicht sie! Nicht sie! Warum? Warum hier? Warum jetzt? La 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 la. Die kam früher als ich dachte. Gott sei Dank. So, Nase jucken. Hat nicht gereicht, aber jucken. So. Verdammt! Was zur Hölle ist das? Man nennt es eine Schacht, Sebastian. Hm? Mhm. Ach so, ja klar, klar. Hm. Liegt da natürlich zufällig rum. Wo warst du, als ich dich gebraucht habe? Guck mal hier, Autos gibt's auch in Union. Ich weiß...
muss ein DHL-Fahrer sein. Nein, ich mag unsere DHL-Boten. Aber für einen Witz bietet sich das gut an. Entschuldigung. Wir könnten das Risiko eingehen, wir könnten dabei aber auch sterben. Und hier komme ich übrigens... Ich bin zu fett für diese riesige Lücke. Ich bin einfach zu fett. Das will das Spiel mir damit sagen. Ciao. Einmal das Regal davor. Und Doppelschau. Was ist mit diesen Büchern? Das ist einfach schwarze Magie. Was ist da? Ach so. Ich gucke mir gerne Bilder an. Entschuldigung. Ist aber einfach nur, um das Let's Play in die Länge zu ziehen. Weil ich dadurch Milliarden mache. Ich glaube, er wurde gebissen oder irgendwas. Ich habe keine Ahnung. Alter, was? Wo ist die Tür? Nein, ich bin hier irgendwo zwischen den Bänken. Nein, er hat mich. Ich sehe nichts mehr. Wie fies war das denn? Zu dritt kommen die da rein. Wir haben ja die absolute Oberhand in diesem Spiel. Wir werden uns einige Male sterben. Das ist aber ganz normal bei Evil Within. Das gehört sowas von dazu. Ja, Pistolmunition. Flasche nochmal voll. Eine Flasche in diesem komischen Koffer. Was ist denn... Entschuldigung. Sie hat ein Messer dabei und... Ich weiß, was es ist. Kennt noch jemand Left 4 Dead? Vorsicht, Witch! Das reicht aber nicht! Wow. Nein, nicht schleichen! Nein, lauf! Alter, du Hansel, lauf! Ich wollte gerade schießen. Ho, 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 ho. Alter. Ich wünschte, ich hätte eine Shotgun. Das wäre ganz famos. Ja, mit einer Oh, die ist ja hier. Erstmal singen und reinrennen. Tolle Idee. Ja, jetzt geh doch mal. Sieht aus wie Gollums Mutter. Ja. Grandios. Da liegt sie dann nieder. Ich werde sie ausstopfen und zu Hause mein Ehebett legen. Sie muss nie wieder allein sein. Oh. Nochmal Kniebeugen für die Fitness. Alles gleich dran. Kennst du den Eugen, den Kniebeugen? Entschuldigung. Mein Name ist Eugen Kniep. Wie kann man so viel Glück haben? Nein, wie kann man so Pech haben? Shotgun funktioniert. Wundert sie sich, dass ihr Kumpel tot ist? Ich glaube ja. Was mit dem Jochen? Warum ist Jochen tot? Gisela ist erzürnt. Jochen war tot. Doch Gisela starb kurz danach. Im ehelichen Schlafgemach. Warum wackelt der LKW? Ich verstehe. Da wird richtig fett gebimst gerade. Die kriegen wir vielleicht noch alle weg. Guck mal, da geht so ein Ding drüber, aber das geht nur, damit wir da rauskommen offenbar. Und da geht's noch in den LKW rein. Ich weiß noch nicht genau, was das ist. Da sind Waffenteile. So eine Art Schrott. Um Anrufe zu tätigen, melde dich zunächst in der Alexa-App an. Alter, willst du mich verarschen? Boah, mein Herz. Alter. Bah. Oh, ich hasse das. Ich hasse dieses Vieh. Das darf doch nicht wahr sein. Nein, das will ich nicht. Ich will keine Anrufe tätigen. Was habe ich denn jetzt schon wieder gesagt? Detective, erzählen Sie mir von dem Tag in der Beacon Nervenklinik. Ich habe das alles doch schon 10-mal erzählt. Das sind wir selbst?
warte, trotzdem irgendwie. Was macht denn die Krankenliege hier? Okay, ich habe erwartet, dass jetzt was anderes in dieser Tür ist. Oh nein. Lief der Fernseher gerade auch schon? Das bin ich. Aber hier ist noch die Garage, oder? Leck mich am Arsch. Was? You cannot keep me here. Du kannst mich hier nicht festhalten? Oh nein, zurück in der Anstalt. Die Erinnerungen an Teil 1 sind wirklich furchtbar und schmerzhaft. Ich kann das echt nachvollziehen. Ich fühle dich da, lieber Sebastian. Beacon. Das kann nicht sein. Wahrscheinlich wir selbst. Hauptsache nicht Josef. Alles nur nicht Josef. Wahrscheinlich wir selbst. Waren das nur Erinnerungen? Offenbar nicht, denn da ist ja das Logo von der Beacon Nervenklinik. Aber wer ist das? Juhu. So, bis er sich überschlägt. Dann gehen wir hier rauf. Hallo? Theoretisch. Hallo? Hä? Theoretisch hier aufs Dach? Na also. Gehen wir direkt mal. Was immer das war, ich habe keine Ahnung. Was zum? Nein, das ist die! Was zum Teufel geht hier vor? Das Gamepad macht Geräusche. Also wenn sie näher ist, dann hört man sie singen. Alles klar, sie sieht mich. Ciao. Die singt so schön. Der Gesang ist voll schön. Hätte ich gerne das Klingelton. La 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 la. Hast du ein bisschen was von Gizmo, ne? Kennst du noch Gizmo? Okay. Sind die von Lily? Ich würde es fast vermuten. Wir kommen aber hier nicht rein. Wir müssen irgendeinen Weg nach drin finden. Da sieht's aus, als wären die Fenster offen. Ja, Fenster ist offen, aber es ist nur die Tochter. Da steigt man natürlich nicht durch, das wäre zu anstrengend. Wenn es Josef wäre, dann kämpft er auch gegen Klumpatsch, aber so für die Tochter, das muss nicht sein. Ich wollte eigentlich nur durch die... Lily! Bist du hier? Warum hat die Tür nicht gleich aufgemacht? Mann, Junge! Oh, oh, das sind Kinderhände, das könnten Lillys sein. Hm, eine Tür, Was? Willst du mich verarschen? Oh! Oh!
Was? Willst du mich verarschen? Alter, wo kam der denn her? Ich bin's, euer Professor Dr. Gronkh, der beste Spieler der Welt. So, gehen wir hier mal wieder raus. La 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 la. Verdammt, wo ist der hin? Der Penner! Oh, hab ich mich erschrocken! Ah, wieso schießt er denn nicht? Wieso schießt er denn nicht? Mann, der alte Kackbolzen! Wieso schießt er denn nicht? Zwei Kugeln hat er noch! Geh weg, du Troller! Ach, das darf doch nicht wahr sein! Das darf doch nicht wahr sein! Ich hab nicht nachgeladen, glaube ich, ne? Alter, ich sehe vor allen Dingen auch gar nichts mehr. Es sieht künstlerisch wertvoll aus hier gerade. Das war ein totaler Fail. Das war ja peinlich. Ich hatte die Shotgun nicht nachgeladen, weil ich die Munition ja erst gebaut habe. Und ich habe es noch nicht reingelegt. Ich hätte die so schön wegmessern können. Aber wir dachten nicht, dass es so schlimm wäre. Hier ist es genauso schlimm wie in Beacon. Nein, schlimmer. In Beacon steckte meine Tochter nicht fest. Hier ist es so schlimm wie im Beacon. Nein, schlimmer! Entschuldigung. Komm hier. Was ist. Ernsthaft? Ernsthaft? Der Sebastian im ersten Teil konnte auch durch Gebäude klettern. So. Ohne das Teil hier würde ich es niemals schaffen. Was? First Person? First Person, ernsthaft. Huch! Hä? Was? Entschuldigung! Zurück zum Spiel. Nein, 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 nein! Nimm dein. Ah, alles klar, ich bin tot. Hä? Aus der Wand geschubst. Geil, ich bin so mega. Oh, 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 hallo. Erstmal ein bisschen absaugen. Also Fett absaugen war das gerade. Alter, 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 Alter. Ich hab ne Schogettenhose. La 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 la. Ja, so ein Schogettenhöschen. Macht die Mädels klar. Mit leichtem Kokosrand. Ja. 56.000 immerhin, aber naja, naja. Gott, wie schlecht. Ich bin enttäuscht! Was? Was war das denn? Was war das? Ich bin enttäuscht! Was? Was war das denn? Da waren vier Kräuter. Oh nein. Oh nein. La 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 la. Okay, wir haben sie einmal geburnt. Wow, Sebastian, was ist denn mit dir los? Alter, Sebastian, du bist so ein Vogel. Mit seinem Oma-Sprint, den er immer hinlegt. Er ist halt echt so ein Olympiasportler einfach. Weißt du, mit seiner kleinen Hundepuste immer. Was? Ja, was? Was? Ich bin weggerannt. Boah. Nein, nicht nochmal, bitte, nicht nochmal. Ich hasse die so sehr. Ich hasse die so sehr. Oh, die ist so furchtbar. Ich will nicht. Ich will nicht. Ich will nicht, will nicht, will nicht. Ich will nicht. Ich will nicht. Ich will nicht, will nicht, will nicht. Ciao. Nein! Fick die Hände! Hau ab, Junge! Nein! Oh, das gibt's doch nicht! Boah, die ist so ätzend. Die ist so ätzend. Ja, klar. Ja, mach dir erstmal das Ärmchen sauber. Sebastian, du hast ja sonst keine Probleme gerade, klar. Mach dir mal schön die Kleidung bügelfrisch hier. Vielleicht noch ein bisschen Vanille auf den Ärmel, damit es gut riecht. Wir haben noch einen explosiven Pfeil, aber ganz ehrlich, den jage ich mir gleich selber durchs Hirn. Wenn ich noch weiter, wenn jetzt hier, Alter, wie lange soll das denn noch gehen? Leck mich doch an den Bejewels, Alter. Bild plötzlich.
Ich hasse alles, ich hasse alles. Wenn die uns jetzt tötet, bring ich alle um. Dann bring ich alle um. Alter, und ich wollte... Oh, fick doch die Hölle! Was? Mit dem geflechten Headshotchen? Bleib liegen. Seele. Auf in den Kampf. Ja, ja, das war der erste Bossgegner. Ich will nicht mehr leben. Das war's für mich. Ich kündige, ich spiele was anderes. So. Ich installiere jetzt Village People oder irgendwas. Keine Ahnung. Puh, Alter. Boah, Alter. Would still bang her. So. Entschuldigung. Internet-Memes. Schädigten mich vor live. Denn wir werden in diesem Spiel offenbar alles brauchen. Mutti, ich kann das erklären. Nehmen Sie das. Schalten Sie damit den Emitter ein. Mein Lego-Funkgerät. Ich leg mich hin. Ausgang B2. Es gibt anscheinend einen Weg. Wenn er noch da ist. Was ist mit der Hand? Was ist das für, was ist mit der Kameraeinstellung hier gerade? Alles klar. Mann, ey, wieso greift ihr denn nicht an? Was macht der da? Jetzt geht er rüber, Mann! Du Horst! Das ist so ein Spaten, Alter. Jetzt geht er rein! Alter, dieser Spaten! Da eiert der erst und jetzt wieder so eine Rampe rum. Oh, Alter. Sehr energisch heute wieder unterwegs. Sexy. Die habe ich mal gebumst. Verliebt, verloren, vergessen, verzeihen. Verdammt war ich glücklich. Und jetzt bin ich breit. Ich hau dir das Messer direkt in den Schädel, weil ich dich liebe. Denn du bist mein Mädel. So. Romantische Songs hier, Romantik, Popantik. Hallo. Ich bin Sebastian der Krabbenmann, okay. Hallo Cookie1310, da freue ich mich ja sehr. Danke PlayStation, dass du das jetzt anzeigst. Seit dem letzten System-Update kann man bei PlayStation 4 Follows machen, das ist total toll. Macht der Synchron? Machen die Synchrontanzen oder was? Wie bescheuert. Oh! Oh! Oh, Scheiße! Oh! Oh! Scheiße! Puh, Alter, lecco mio fetto grande, ey. Oh nö. Oh nö. Oh nö. Und oh, nicht das Auge schon wieder. Das ist doch nicht wahr, dieses alte Photoshop-Auge da oben. Oh nö. Oh nö. Oh nö. Nicht wieder so eine Olle. Das muss doch nicht sein. Alter, willst du mich verarschen? Du Scheißschnecke. Was? Ich hab dir gerade einen halben Kopf weggeschossen. Du bist überhaupt nicht in der Lage, mich anzugreifen. Und jetzt schießt er, jetzt zieh doch mal wenigstens auf die Oma, die vor mir steht. Alter! Diese Zielautomaten ist so für einen Wichs einfach nur. Das gibt's doch gar nicht. Diese Zielautomatik ist so für einen Arsch. Die ist manchmal so für einen Arsch. Da müssen nur zwei Zombies sein. Ich bin Bastiano, wo zieh ich den hin? Oh, ich werd besucht da oben. Scheiße! Danke! Ich sag dazu nichts.
Ah, gut, dass es gegen Bus geflogen ist, gegen eine scheiß Alpha-Wand. Es wird anders Alter, fick doch die Hölle! Gott! Was ist das denn? Diese Animation, ist die hängen geblieben, oder was? Das bin ich. Von früher. Das ist jetzt nicht so geil. Vergiss es. Vergiss es. Die frisst einfach so unfassbar viel, die... Boah. Ja, ja, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Wie geil ist das denn? Okay, lass mal das. Entschuldigung, es war zu verlockend. Ich musste es einfach tun. Darauf habe ich mein ganzes. Ist fast wie so ein kleiner Song. Kapitel 9. Ein anderes Übel. Die eigene Ehefrau. Nein, wie? Ja, das sieht nach Spaß aus. Das ist Spaß. Kinder, so haben damals, als es noch kein Internet gab, da haben Familien noch richtig zusammengesessen. Da haben die einfach die Abende genossen, sich ein bisschen unterhalten und haben zusammen... Der Fernseher wurde geklaut. Das fällt mir hier bei dieser Szene auf. Das ist das einzig Merkwürdige. Ah, toll. Er hat Schwarzpulver dabei. Entschuldigung. Ich bin Sexist, ich muss noch durch. Boah. Fuck, ich hab nichts gesehen gerade. Also du wahrscheinlich auch nicht. Ja, lass dir Zeit! Ach, diese Teenager. Die hängen immer einfach rum. Nein, jetzt mach doch noch langsam die Tür auf, Mann, du Penner! Ah, meine Lieblingsmarke. Na, guck mal, wie rostig die Kaffeemaschine ist. Da ist schon ein richtig fetter Schimmelpilz im Filter. Der bringt mich wieder auf die Beine. Komm ich da nicht... Hä? Es ist ein fucking Vorhang. Wieso kommt der... Was? Der Vorhang ist zu schwer. Da kommt Sebastian Castellanos, der Wunderdetektiv, wieder nicht durch. Das ist doch nicht wahr. Und der war sogar geöffnet ein bisschen. Oh, da ist rotes Arschwasser. Wie komme ich da hin? Ich kann hier nicht... Ich kann auch nicht... Lebende Enttäuschung, sage ich. Nicht mal hier, wo der Zombie... Da kann der auch nicht durch. So, Baby. Lass uns kuscheln. Wie beim ersten Date. Okay, das haben wir. Ich schöpf dein Arschwasser ab. Ich schöpf dein Arschwasser ab. Damit ich Arschwasser hab. Und hier hat noch einer gefressen irgendwo, ne? Den können wir... Was mit dem da? Alter. Habe ich mich verjagt gerade? Ich wollte gerade bei dem anderen gucken und plötzlich steht hinter mir einer auf. Mann. Will ich nicht umdrehen jetzt? Jetzt kannst du umdrehen. Jetzt, guck mal hier. Oh, schön hier. Schönes Nierenkitzeln. Einmal Sache durch den Kopf gehen lassen. Wunderbar. Das Messer war übrigens rostig. Ich glaube, der braucht danach eine Impfung. Tja, vielleicht kannst du ja die Zeit zurückdrehen, aber es wird alles nur Illusion sein in deinem Kopf. Andererseits ist die Realität, wie sie uns vorkommt, immer nur eine Illusion in unserem Kopf. Die Realität ist immer subjektiv. Nämlich so, wie wir sie wahrnehmen, aber so nimmt sie eben kein anderer Mensch auf der Welt wahr. Lily? Zum Beispiel 30% von uns haben gerade kein Kind durchs Bild laufen sehen. Das wäre echt gruselig. Da liegt ein Zettel auf dem Tisch. Papa, ich brenne, bitte rette mich. Deine Tochter. Ah, die Füße. Und die sehen aus wie ein Herz. Fußherz. Herzfuß. Es gibt Handherz, jetzt gibt es auch Fußherz. Das machen wir jetzt immer. So, Entschuldigung. Sie wollte nur Lilly retten.
Und jetzt ist sie tot. Meinetwegen. Und dann fängt sie da von vorne an. Alles meine Schuld. Schon wieder. Alter. Ich habe in Liams Ausrüstungsraum ein Gerät gefunden, das uns helfen könnte. Gut. Zeigen Sie es mir. Ein Feuerlöscher. Es ist noch nicht bereit. Morgendliches Ritual. Käffchen trinken, Hitpoints hoch. Und schon geht die Lebensanzeige wieder voll. Es ist einfach das morgendliche Ritual. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist ein Scheißhaus. Und jetzt kommt der Plot-Twist. Lilly ist gar nicht seine Tochter. Das war ein Seitensprung von Myra mit Josef. Oh Gott. So. Und los geht's. Ab durch den Spiegel. Ab durch den Spiegel.de. Die neue Urlaubsplattform. So. Sind Sie bereit, Sebastian? Yep, bin bereit. Juhu! Hui, ich bin bereit! Halten Sie nach diesen Dingern Ausschau und folgen Sie mir! Ich kenne den Weg! Einer kommt durch! Ich hab ihn! Der ist schon tot! Der ist schon tot, Mann! Hoffmann, geh weiter, der ist tot! Hoffmann? Der ist tot! Es war genau ein Schuss! Ich hab ihn umgebracht! Können wir bitte weitergehen? Hoffmann? Können wir bitte weitergehen? Hoffmann! Der ist tot! Mädchen, geh weiter! Muss ich schieben? Tja, das war Evil Within 2. Vielen Dank fürs Zuschauen. Kurz vorm Ende immer ein Bug. Das hat schon ein bisschen Tradition. Ich würde sagen, ich gehe kurz in die Flammen und bringe mich selber um. Dann fangen wir nochmal an. Wir waren so nah dran. Hab ich gesehen, wie nah wir dran waren. Sebastian trifft Hoffmann im Hotel. Sie hat ein Gerät dabei. Punkt. Oh, Sebastian, was ist los mit dir? Du bist ein böser, böser, böser Junge! Übrig. Kapitel 15. Das Ende dieser Welt. Der Blick nach vorne. Ich dachte, es gibt nur 14 Kapitel. Hat mir irgendwer gesagt. Ich weiß nicht mehr wer. Ja, willkommen in Ejakulatia. Der Spermazotenwelt. Wir müssen da hinten hin. Und da können wir dann was Schönes befruchten. Also ein Fruchtjoghurt gibt's da. Boah, Alter. Wixhausen. Ist eine Stadt in Deutschland. Ich habe gehofft, da können wir nochmal richtig absahnen hier. Also absahnen, nicht absamen. Ja, da gibt es Unterschiede. Auch akustisch. Okay. Ja, der Turm sieht inzwischen... Ich weiß gar nicht, wo der Turm ist. Hier ist noch ein Kran übrig. Wobei, der steht plötzlich hier einfach so auf dem Gelände, der Kran. Und vor allen Dingen, was für ein riesiger Kran. Guck mal, wie klein die Straße da ist. Da ist eine Straße auf dem Land, genau vor uns. Und dann ist da drauf dieser riesige Kran, der einfach so groß ist wie 5000 Straßen zusammen. Wer baut denn so einen großen Kran? Ich weiß es einfach nicht. Kann man mal einsetzen, ich weiß immer nicht wofür. Oh, ich muss niesen. Entschuldigung. Oh, ja. Oh, jetzt alle Bakterien raus, mein Körper ist wieder kerngesund. Jetzt gehe ich joggen. Ciao. Alter, Lecco Mio, fette Grande! Willst du mich verarschen, Mann? Nein! Warum? Beweg dich doch nicht genau in dem Augenblick, Mann! Du blöde Metze! Das gibt's doch nicht! Das gibt's doch nicht! Hör auf, dich zu bewegen! Du blöde Kuh! Ich komm nicht an deinen scheiß Knubbel da hinten ran! Das gibt's doch nicht! Ich hab mich getroffen! Das darf doch nicht wahr sein, ey. Ich hab den getroffen. Nein, jetzt schieß doch. Das ist doch nicht wahr. Der hat nachgeladen. Oh, ich reg mich auf. Mann. Der verkackte Castellanos, ey. Jetzt, wieso? Wieso zielt er nicht? Die Knarre ist geladen. Das gibt's. Wieso trifft das nicht? Bah!
Mistvieh! Elendes! Ein Scheiß musst du! Halt doch mal die Fresse, guck mal an, wie du aussiehst! Na endlich! Ich hoffe, das war's. The Evil Within 2 ist vorbei. Ja, das war Evil Within 2 und es war tatsächlich, ich muss sagen, es kam mir wesentlich leichter vor als der erste Teil. Beim ersten Teil habe ich viel mehr geflucht. Es ist für mich eindeutig das bessere Spiel. Es hat mir mehr Spaß gemacht als Outlast 2 zum Beispiel, muss ich einfach zugeben. Mein größter Kritikpunkt an Evil 2, Josef kommt nicht vor. Ich bin bis ins Mark empört und enttäuscht, dass ich mich diesmal nicht empören und enttäuschen konnte. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch auch nur ein Quäntchen so viel Spaß gemacht wie mir. Tut mir leid, dass ich diesmal nicht ganz so viel geflucht habe, nur bei Myra so ein bisschen. Vielen Dank fürs Zuschauen und ciao mit V. Vielen Dank. Tschüss.